Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder hier zurück bei Optionsstrategien TV und heute schauen wir uns mal wieder eine Strategie an. Eine Strategie, die wahrscheinlich von wenigen Händlern hierzulande überhaupt gekannt wird, geschweige denn genutzt wird, aber die durchaus sehr, sehr interessant sein kann. Sie hat einen lustigen Namen, denn sie heißt Jade Lizard. Und was das ist, wie das zustande kommt, wie ihr sie einsetzen könnt, darum geht es im jetzigen Video. Jade Lizard, vielleicht gleich mal zu Beginn, wer hat es erfunden? Nein, es waren nicht die Schweizer, sondern es waren zwei Amerikaner, und zwar zwei Frauen. Es gibt ja in Amerika das Tasty Trade Network, das kennt ihr vielleicht, auch wir sind da große Fans davon, schauen uns viele deren Sendungen an. Und da gibt es zwei Händlerinnen, gibt es auch eine Show, die heißt die Jen and Liz Show. Ich glaube Jen and Liz heißen die, ja, glaube Jen and Liz. Zwei ganz hübsche auch, an der Stelle sei das gesagt. Und diese beiden Frauen sind ehemalige Market Maker vom Board, also von der CBOE. Das heißt, die haben direkt auf dem Parkett gearbeitet. Wirklich tolle Händlerinnen auch, tolle Frauen, die es auch toll erklären. Also schaut euch mal diese Show an bei Tasty Trade, das lohnt sich wirklich. Und die haben diesen Begriff geprägt, die haben gesagt, das ist ein Jade Lizard. So, was ist ein Jade Lizard? Wir haben in einem der letzten Videos das besprochen, das Risiko von Short Calls. Ne? Dass wir gesagt haben, okay, was ist denn, wenn eine Aktie nach oben gapt, dann kannst du eigentlich zum Beispiel durch eine Übernahme, dann kannst du in der Regel nichts mehr machen. Und deswegen ist mal grundsätzlich die Idee, dass man sagt, wir bei so einem Jade Lizard, man begrenzt das Risiko nach oben und schließt es am besten noch ganz aus. Und wenn man das Risiko begrenzen will, dann geht es natürlich am einfachsten, indem man statt eines Short Calls einen Bear Call Spread initiiert. Was ist ein Bear Call Spread? Kennen die meisten von euch. Also, dass man sagt, ich habe hier oben einen Call, den verkaufe ich und um das Risiko zu minimieren, verkaufe ich etwas weiter darüber gelegen einen Call. So, und dann weiß ich eben, dass ich hier mein maximales Risiko habe, also der Abstand zwischen diesen beiden Calls, noch die Prämie abgezogen, die ich für diesen Call hier oder für diesen Spread hier bekomme, das ist mein maximales Risiko. So, und damit habe ich erst einmal das Risiko nach oben komplett festgeschrieben. Das heißt, mir kann nichts passieren. Wenn ich also hier eine Aktie habe, und jetzt, wir hatten das an dem Beispiel Keurig, wenn ihr euch an die letzten Videos erinnert, an diese Kaffeeaktie. Und wenn eben jetzt die Aktie hier eröffnet, so durch ein Gap, durch eine Übernahme, durch weiß der Teufel was, dann weiß ich eben, mehr als hier dieses maximale Risk habe ich eben nicht. Mehr als das kann ich nicht verlieren. So, und jetzt hat man sich überlegt, wie könnte man denn jetzt aber noch das Ganze so hinbekommen, dass man auch komplett risikolos rausgeht. Wie könnte man das machen? Und es geht natürlich nur, also mit komplett risikolos auf der Oberseite, indem man hier auf der Unterseite noch einen Put verkauft. So. Und dann habe ich also eine Position, die nach oben ein begrenztes Risiko hat, nach unten unbegrenztes Risiko. Und jetzt ist bei dem Jade Lizard das Besondere, dass man sagt, das Geld, was ich durch den Verkauf des Puts einnehme, muss so viel sein, dass am Ende insgesamt ein Credit übrig bleibt. Das heißt, die Kombination aus dem verkauften Put und aus dem Bear Call Spread muss einen Credit bringen und es muss so viel Geld sein, dass das Risiko hier komplett auf Null geht. Das heißt also, egal was nach oben passiert, ich habe nach oben keinerlei Risiko mehr, sondern nur noch Risiko nach unten. Und wir wissen, nach unten, das ist nicht ganz so tragisch, weil man das rollen kann. So, wie kann man das machen? Oder beziehungsweise, wir können uns nochmal ganz kurz an der Stelle vielleicht das P&L-Diagramm anschauen. Also wenn wir sagen, okay, wir haben hier unser P&L-Diagramm, das hier ist die 0. Dann wissen wir also, hier ist irgendwo der Put. So, und von dem haben wir nach unten unbegrenztes Risiko. Ja, okay, begrenzt bis auf die 0. Ne? So. Wir haben insgesamt einen Credit, so, aber nach oben ist der dann begrenzt und eben idealerweise, wenn dieser Jade Lizard richtig aufgesetzt ist, dann geht das Ganze so hier aus.
Ne? Dass man also sagt, okay, wenn er eben hier der Preis hier durchgeht, ab dem Punkt, das ist dann der hier, verlieren wir insgesamt kein Geld, weil wie gesagt, die Prämieneinnahme führt zur Gesamtprämieneinnahme und diese deckt das Risiko hier oben komplett auf Null. Also das heißt, der Jay Lizard sieht im Grunde genommen dann so hier aus. Wann kann man jetzt solche Jade Lizards aufsetzen? Wann macht das Sinn? Überlegen wir erstmal, ist das eine bullische, eine bärische Strategie? Es ist eigentlich keins von beiden, denn wenn es bärisch wäre, dürften wir unten keinen Put verkaufen. Wenn es bullisch wäre, dürften wir oben keine Calls verkaufen. Das heißt, es ist eine Mischung, es ist eine neutrale Strategie, wo man aber eben das Risiko auf der Oberseite ausschließt. Jetzt haben wir hier drei Optionen. Wenn wir wissen, je mehr wir Optionen verkaufen, umso mehr Prämie benötigen wir durch die Gebühren und so weiter. Und aus dem Grunde sollte man versuchen, das wirklich nur bei sehr, sehr hoher Volatilität umzusetzen, weil damit sich das einfach rechnet. Ne? Also es muss wirklich eine hohe Volatilität da sein, dann kann man sowas machen. Zum Beispiel, wenn eine Aktie eben sehr, sehr stark gefallen ist, und man denkt, oh, das könnte jetzt ein Boden sein und man weiß, die Vola ist hoch, man hat jetzt Angst, okay, aber ich möchte nicht nach oben in den Squeeze reinkommen, dann ist so ein Jade Lizard ziemlich gut aufgesetzt. Man kann bei einigen Brokern, zum Beispiel in Amerika bei Sink or Swim, kann man das sogar direkt als Strategie aufsetzen, einen Jade Lizard. Wer jetzt zum Beispiel mit der TWS arbeitet, da kann man das nicht als Einzelstrategie machen, sondern muss die Position einzeln machen, also den Bear Call Spread und den Put einzeln. Spielt es aber nicht so die Rolle. Vom Management her soll man genauso vorgehen wie bei den meisten Aktienoptionen. Das heißt Laufzeiten roundabout 45 Tage etwa, damit auch ein bisschen Prämie reinkommt. Man sollte versuchen, das Gesamtkonstrukt bei 50% Restwert zurückzukaufen. Und dann ist das eine sehr, sehr schöne Strategie, die man eben auch anwenden kann, wenn man sagt, okay, man hat so diese Befürchtung, ich möchte einfach das Risiko des Gaps nach oben ausschließen. Und gerade wenn wir Aktien haben, die sehr stark gefallen sind oder Indizes, die sehr stark gefallen sind, wir haben das im August 2015 ja jetzt gesehen, der Markt fällt nach unten, du siehst diesen Boden und denkst, ah, jetzt muss ich Puts verkaufen. Das heißt, die Puts, wissen wir, das ist gar nicht so das große Ding, weil die könntest du zur Not jederzeit hier rollen. Und du hast jetzt aber die Befürchtung, dass du sagst, was ist denn aber, du glaubst jetzt vielleicht nicht daran, dass es schnell nach oben geht. Ne? Sagst, Mensch, ich könnte hier ein paar extra Dollars bekommen, aber was ist denn, wenn es so eine schnelle Erholung gibt, wie wir es jetzt im August gesehen haben? Dann bist du natürlich mit einem nackten Call hier ziemlich in der Bredouille. Und da wärst du mit so einem Jade Lizard dann besser dran. Du würdest vielleicht in dem Fall, wenn es dann hier so durchgeht, verdienst du zwar kein Geld, aber du hast halt auch nichts verloren. Und das ist ja immer das A und O beim Trading, dass du immer schaust, gerade beim Optionsverkauf, wie kann ich das Ganze handeln, damit ich eben möglichst kein Geld verliere. Und da ist so ein Jade Lizard ganz, ganz interessant. Es gibt dann sogar noch das Ganze umgekehrt, das machen wir in einem anderen Video, das heißt dann Twisted Sister, also nicht diese ehemalige Heavy Metal Band, die es gab. War das eine Heavy Metal Band? Schon, oder? Twisted Sister? Suche ich mal raus. Also, wenn, dann suche ich euch raus, was war Twisted Sister, oder wenn ihr es wisst, schreibt mir es in die Kommentare. Ich meine, das war so eine Glamrock-Punk-Band irgendwie oder so eine also guckt mal nach, was war Twisted Sister, das war auf jeden Fall eine Band. Und das ist aber auch eine Optionsstrategie, plus dass das Ganze dann umgekehrt wird, das besprechen wir beim nächsten Mal oder ein anderes Mal. Und ihr könnt mir mal eure Erfahrungen dazu schreiben. Wer von euch hat schon mal so einen Jade Lizard gehandelt? Findet ihr das gut? Findet ihr das nicht so gut? Wer nutzt das? Wer nutzt nicht? Warum? Warum auch nicht? Und was wollt ihr dazu noch wissen? Wenn ihr da mehr Informationen wollt, wenn ihr da tiefere Details haben wollt, in die Kommentare damit und dann besprechen wir das. Das war's von heute hier von mir, von der quasi der Ableger der Jen & Liz Show, heute mal auf Deutsch. Grüße an die Mädels nach Amerika und beim nächsten Mal mit Twisted Sister. Sehen wir uns hier wieder im Kanal. Bis dahin, Servus, macht's gut.